Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Heute mit einem ganz spannenden Thema, nämlich den 7 Chakren. Wir wollen einfach durch den Körper fließen, uns lockern und unsere 7 Chakren aktivieren für allgemeines Wohlbefinden. Für die Einheit brauchst du lediglich deine Yogamatte und vielleicht einen Yoga-Block für die ein oder andere Haltung. Leg ihn einfach mal neben die Matte. Diese Yoga-Einheit wird gesponsert von der Niyama Academy, meinem Online-Yoga-Studio. Und wenn du Interesse an Live-Yoga-Stunden hast oder auch Philosophie-Yoga-Kursen tiefer eintauchen möchtest, dann schau vorbei auf www.niyama.academy. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Einheit. Wir starten im Stehen. Komme an den Anfang deiner Matte, in etwa eine Fußlänge vom Beginn entfernt. Schließe deine Beine. Wir starten mit Surya Namaskar B. Dafür schließe erst einmal deine Augen und atme durch die Nase tief ein und aus, um erst einmal bei dir anzukommen. Spüre den Fluss deines Atems. Lass den Atem gerne in Ujjayi fließen. Letzter Atemzug und dann öffne deine Augen. Wir starten. Beuge deine Beine, Fingerspitzen berühren den Boden. Einatmen, Oberkörper aufrichten, Utkatasana. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen in die halbe, Rücken ist dein Tisch. Aus, steig zurück, lass dich nach unten ab, Chaturanga oder Kniebrustkinn. Einatmen, Po schiebt durch in die Kobra, kleine oder große. Ausatmen, herabschauender Hund. Weiter geht es mit den Kriegerpositionen. Steige mit deinem rechten Fuß nun nach vorne zwischen die Hände. Mit der Einatmung richte dich auf. Krieger 1, Hände aufeinander, Blick zu den Daumen. Zieh den Oberkörper in die Länge. Atme nochmal ein und mit der Ausatmung lass dich wieder ab. Chaturanga, steig zurück. Deinen Weg nach unten. Einatmen, Po schiebt durch in die Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Andere Seite. Steige mit deinem linken Fuß nach vorne. Mit der Einatmung richte dich auf Krieger 1. Zieh den Rumpf in die Länge, Hände aufeinander. Ausatmen, Hände wieder zum Boden. Steig zurück, lass dich ab. Einatmen, heraufschauen. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Hol deine Füße ein kleines bisschen vor, schaffe Länge in deiner Wirbelsäule und schenke dir hier 5 tiefe Atemzüge. Richte deinen Blick nach vorne mit der nächsten Einatmung, steig oder spring vor in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Beine sind geschlossen, beuge die Beine, einatmen, Utkatasana, ausatmen, stehen, neutrale Position. Wir starten mit dem Flow, bauen weitere Posen ein. Los geht's mit Utkatasana. Beuge die Beine, einatmen, Oberkörper aufrichten, ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen, in die halbe, Rücken ist dein Tisch. Chaturanga, aus. Lass dich ab. Einatmen, heraufschauen. Ausatmen, herabschauender Hund. Achtung, rechter Fuß steigt nach vorne zwischen deine Hände. Einatmen, richte den Oberkörper auf. High Lunge. Schaffe ganz viel Länge im Oberkörper, im Rumpf. Spür die Dehnung und Öffnung in deinen Rippenbögen. Sehr schön. Lass den Atem weiterhin fließen. Wir wechseln in Krieger 2. Öffne deine Hüfte, linker Fuß in 90 Grad zum rechten, Blick über die rechte Hand, Schultern ziehen entspannt weg von den Ohren. Achtung, streck einmal das rechte Bein aus, wir gehen in Trikonasana. Rechter Arm zieht dich nach vorne, vorne, vorne und dann kipp dich nach unten ab, stütze dich auf deinem Knöchel auf
oder auf dem Schienbein, linker Arm zieht zur Decke. Aktiviere den Oberschenkel, zieh die Kniescheibe nach oben. Eine sehr, sehr typische Asana für unser Sakralchakra, das zweite Chakra, auch genannt Sexualchakra. Letzter Atemzug. Und dann nimm den Blick zum Boden, Hände zum Boden, steige zurück, lass dich ab in einem kleinen Vinyasa. Heraufschauen in die Kobra, herabschauender Hund. Sehr, sehr gut. Wir machen die andere Seite. Steige mit dem linken Fuß nach vorne mit der Einatmung. Richte dich auf in den High Lunge oder Krieger 1. Zieh den Rumpf in die Länge. Spüre die Streckung in deinem Brustkorb, die Aktivierung deiner Füße. Nächste Ausatmung. Klappe dich auf in Krieger 2, Virabhadrasana 2. Schultern ziehen sanft weg von den Ohren. Blick über die linke Hand, gleich geschafft. Achtung, strecke dein linkes Bein aus. Zieh dich an deinem linken Arm lang, lang, lang nach vorne und kipp dich nach unten in das Dreieck Trikonasana. Stütz dich auf deinem Schienbein oder Knöchel auf. Rechter Arm zieht nach oben. Vergiss nicht zu atmen, nicht die Luft anhalten. Aktiviere den Oberschenkel, die Kniescheibe. Und geschafft. Richte den Blick zum Boden. Beide Hände zum Boden. Lass dich ab, Chaturanga. Einatmen, heraufschauen, Kobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr gut. Weiter geht es mit Malasana der Tiefenhocke. Steige mit rechtem und linken Fuß einmal nach außen neben deine Hände und lass deine Hüfte ab. Rutsche dich nach unten zurecht, die Oberarme pressen von innen gegen deine Knie, Hände aufeinander und platziere die Daumen in etwa auf Höhe deines Brustbeins. Versuch die Wirbelsäule aufrecht zu halten, der Blick geradeaus, sehr gerne schließe deine Augen. Wir aktivieren unser Wurzelchakra, unser erstes Chakra. Für die nächste Haltung schiebe nun einmal dein linkes Knie unter das rechte hindurch und setz dich auf deinem Po ab. Dein rechter Fuß bleibt links außen und wir sind im Drehsitz. Wir wollen unser Herzchakra aktivieren. Zieh die Wirbelsäule in die Länge, rechte Hand stützt hinter dir am Boden auf und den linken Ellbogen kannst du gerne rechts außen am Knie aufstellen. Letzter Atemzug. Dann nimm den Blick nach vorne, dreh dich wieder zurück und jetzt dreh den Oberkörper wieder zurück in die Malasana-Position. Wir machen die andere Seite. Jetzt das rechte Knie unter dem linken hindurchstecken und setz dich auf den Po ab. Sehr gut. Dein linker Fuß ist jetzt rechts außen am Boden aufgestellt. Zieh deine Wirbelsäule erneut in die Länge, rotier den Oberkörper zur linken Seite auf. Linker Arm stützt hinter dir am Boden auf. Gerne stütz den rechten Ellbogen links außen an deinem linken Knie ab. Bleib lang in deiner Wirbelsäule. Letzter Atemzug. Und mit der nächsten Einatmung Blick nach vorne, rotier den Oberkörper wieder zurück. Wir gehen wieder zurück in Malasana, rotier dich in die Pose, rutsche dich zurecht. Wir schenken uns nochmal 5 Atemzüge in Malasana in der tiefen Hocke. Dann bring mal deine Hände zum Boden, steige oder spring zurück in die Planke, lass dich nach unten ab. Einatmen, heraufschauen. Ausatmen, herabschauender Hund. Achtung! Wir gehen in die sitzende Position, steige mit überkreuzten Beinen nach vorne, lass deinen Po ab und komme in den Langsitz.
Weiter geht es mit dem Manipura-Chakra, unserem Sonnengeflecht oder Bauchnabelchakra genannt. Rotiere die Schultern nach hinten und wir sind in Dandasana, dem Stocksitz. Die Fußzehen leicht zu dir gezogen, Kniekehlen pressen Richtung Boden. Kinn zum Brustbein, aufrechte Wirbelsäule, gleich hast du es geschafft. Und löse auf. Sehr gut. Als nächstes gehen wir für 5 Atemzüge in Navasana. Dafür rutsche mal ein bisschen vor auf deiner Matte. Wir brauchen gleich den Platz. Komme in die Balance auf dem Po, Unterschenkel parallel zum Boden. Löse deine Hände, aufrechte Wirbelsäule. Entspanntes Gesicht. Wir schaffen das. Noch 2 Atemzüge. Und geschafft, lass dich mal auf deinen Rücken ab. Wir gehen als nächstes in den Pflug. Im Flug bitte nicht den Kopf drehen, hebe dein Becken an und zieh deine Füße über Kopf nach hinten zum Boden, die Hände gerne stützend am Rücken. Wir aktivieren unser Kehlkopfchakra. Spüre die sanfte Kompression in deinem Halse. Achtung, wir gehen jetzt noch einmal in das Boot und zwar lass deinen Po ab und nimm den Schwung der Beine mit. Richte den Oberkörper auf, versuch die Beine gestreckt zu halten, lächeln, atmen, gleich geschafft. Und die Füße ablassen, gut gemacht, sehr gut. Weiter geht es für uns mit Janushasana. Rechtes Bein einmal zu dir heranholen, Fuß berührt die Innenschenkelseite. Und dann lege den Oberkörper mit Länge über dem linken Bein ab. Greife, was du greifen kannst. Wir aktivieren hier unser drittes Auge, den Punkt zwischen unseren Augenbrauen, auch genannt Ajna Chakra. Achtung, wir lösen auf, richte den Oberkörper auf, wir tauschen die Beine, hol das linke Bein heran, rechtes Bein ist ausgestreckt, Fuß geflext. Länge finden im Oberkörper und lehn dich nach vorne, so weit wie du es schaffst. Greife, was du greifen kannst. Konzentriere dich auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Und mit der nächsten Einatmung roll dich wieder auf. Überkreuz einmal deine Beine. Wir machen ein kleines Vinyasa. Roll dich über die Beine nach vorne, steig oder spring zurück in die Planke. Lass dich ab. Einatmen, heraufschauen. Ausatmen, herabschauender Hund. 5 Atemzüge hier. Und dann steige oder spring in die sitzende Position. Finde nun in einen Meditationssitz deiner Wahl, sehr gerne leicht erhöht auf einem Block oder auf deinem Kissen. Richte deine Wirbelsäule lang nach oben aus. Entspanne deine Schultern. Finde eine bequeme Position für deine Hände. Und bringe Zeigefinger und Daumen sanft zusammen in Chin Mudra. Das erhöht deine Konzentration. Atme nun einmal ganz tief durch. Spüre dieses kleine, sanfte Kribbeln in deinem Körper. Die Aktivierung deiner Lebensenergie. Auch genannt Prana. Das letzte Chakra ist das Kronenchakra und mit Hilfe der Atemübung Nadi Shodhana, auch genannt die Wechselatmung, wollen wir noch einmal für einen Ausgleich im gesamten Körper sorgen. Bringe deine rechte Hand in Vishnu Mudra, Zeigefinger und Mittelfinger eingeklappt, linke Hand stützt deinen rechten Ellbogen. Atme noch einmal tief ein und aus
Normal atmen und dann verschließe das rechte Nasenloch. Wir atmen links ein, 2, 3, 4, rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 4, links aus, 2, 3, 4, links ein, 2, 3, 4, rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 2, 3, 4, links aus, 2, 3, 4, links ein, 2, 3, 4, rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 2, 3, 4, links aus, 2, 3, 4, links ein, 2, 3, 4, rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 2, 3, 4, links aus, 2, 3, 4, links ein, 2, 3, 4, rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 2, 3, 4, links aus, 2, 3, 4, links ein, 2, 3, 4, rechts aus, 2, 3, 4, rechts ein, 2, 3, 4, links aus und vollständig links ausatmen, leer werden. Dann nimm deine Hand weg von deiner Nase und atme dreimal tief durch und spüre nach. Lass deine Augen gleich geschlossen und lege dich ab in Shavasana, unsere letzte Haltung. Dreh die Hand in den Flächen nach oben, die Beine sind leicht geöffnet. Du musst jetzt an nichts festhalten, darfst das Hier und Jetzt, dein absolutes Sein in vollen Zügen genießen. Du bist sicher, du bist geliebt und du bist frei.
Beginne nun, deine Finger und deine Fußzehen zu bewegen, vertiefe deinen Atem und streck dich einmal so richtig aus. Mache die Bewegungen, die du jetzt brauchst, um wach zu werden, um wieder zurückzukommen auf deine Yogamatte. Finde nach oben in einen Sitz deiner Wahl. Schließe deine Augen, atme noch einmal durch und spüre nach. Nimm dir noch einmal die Zeit, um ganz bewusst reinzufühlen, wie es dir jetzt gerade geht. In deinem Körper, in deinen Emotionen, aber auch in deinem Geiste. Wir bringen die Hände in Anjali Mudra von unserem Herzen zusammen. Schenke dir selbst ein ganz sanftes Lächeln und sei dir dankbar dafür, dass du dir heute die Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Möge was gesagt wurde, mit Liebe gesprochen und mit Liebe empfangen worden sein. Namaste. Wow, vielen lieben Dank für deine Teilnahme. Ich hoffe, dir geht es jetzt so richtig gut, nicht nur in deinem Körper, sondern auch in deinen Energien. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und zu kommentieren. Damit unterstützt du mich wirklich sehr. Wenn du mehr Infos zu den Chakren möchtest, dann schau einmal in die Videobeschreibung. Da steht noch einiges und sind noch andere Videos verlinkt. Ich danke dir jetzt erstmal und freue mich natürlich auf das nächste Mal. Ciao, ciao.